Eine der ältesten aufgeschriebenen Geschichten ist die Geschichte von Gilgamesch, dem König von Uruk. Gilgamesch führte ein abenteuerliches und unbeschwertes Leben, bis zu jenem Tag, als sein bester Freund Enkidu von den Göttern mit dem Tod bestraft wurde. Gilgamesch saß noch lange bei der Leiche seines Freundes und stellte letztendlich voller Schrecken fest, dass auch er selbst sterblich war. Auch er würde eines Tages sterben. Deshalb zog Gilgamesch los, um seiner Sterblichkeit zu entrinnen. Diese Angst vor der Sterblichkeit ist die Grundsubstanz des Gilgamesch-Epos. Und auch für uns Menschen kommt irgendwann im Leben, genau wie für Gilgamesch, die Erkenntnis, dass auch wir sterblich sind. Und ja, auch wir haben Wege entwickelt, nach Unsterblichkeit zu suchen. Im Buch The Worm at the Core werden die drei wichtigsten Strategien beschrieben. Erstens, die Unsterblichkeit der Seele. Die Vorstellung, dass wir nach dem Tod doch weiterleben. Viele Religionen bieten hier ja ein passendes Bild an, aber auch ohne Religion gibt es genug Menschen, die das Gefühl haben, es würde noch etwas auf sie warten. Naja, und warum auch nicht? Zweitens, das Vermächtnis. Unsterblichkeit über ein Überdauern in zum Beispiel Kunst, wie wir das bei Michelangelo oder Caspar David Friedrich, Mozart oder Avicii finden. Ein Überdauern über die Politik, wie wir das über Marx und Kennedy kennengelernt haben. Das Vermächtnis kann auch im Sport bestehen, zum Beispiel Bubi Scholz, Kobe Bryant. Wir können auch in der Nation überleben, zum Beispiel für Deutschland, das Frankenreich oder das Reich der Sumerer. Und manche können auch die Unsterblichkeit über ihre Taten versuchen zu erreichen, wie bei Juri Gagarin oder Rosa Parks. Und manchmal bleiben wir auch einfach durch die Erzählung einer Gemeinschaft am Leben, wie halt bei Gilgamesch. Und auch in unseren Kindern leben wir fort, auch dort können wir ein Vermächtnis sehen. Und drittens, das Wunderelixier. Ein Mittel, das uns vor dem Tod rettet. Alchemisten waren natürlich viele Jahrhunderte schon auf der Suche nach so einem Trank. Heute, wenn wir darauf schauen, scheint uns das vielleicht zunächst albern, aber die Medizin von heute stellt uns ja tatsächlich Elixiere zur Überwindung des Todes zur Verfügung. Sei es jetzt durch Medikamente, Operationen oder wie auch immer. Und noch mehr. In einem seiner Bücher, vielleicht war es Eine kurze Geschichte der Menschheit oder 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert, sagt Yuval Harari, dass die Forschung uns vielleicht schon 2050 unsterblich machen kann. Also in nicht mal 30 Jahren. Mit neuen Organen, Nanotechnologie und so weiter. So könnten wir immer weiter am Leben bleiben. Er nennt das Gilgamesch-Projekt. Ich gebe zu, dass diese nur zu menschlichen Strategien zu keiner wirklichen Auseinandersetzung mit dem Tod führen. Und doch, vielleicht geben sie dem einen oder anderen etwas mehr Halt. Denn wie gesagt, wir Menschen greifen schon seit Jahrtausenden auf diese drei Strategien zurück. Und das sicher nicht ohne Grund.